Die Steinzeitmenschen, die hatten gesunde Zähne ohne Zahnbürste. Also, wenn man da mal ein bisschen drüber nachdenkt und sich dann eben die Zähne anguckt, die man so findet, da muss man irgendwie auf die Idee kommen, dass da irgendwas nicht so ganz stimmen kann in der Art und Weise, wie wir heute das handhaben. Herzlich willkommen zur Gesundzeit mit Florian Sauer. und Andreas Paffrath, deinem Podcast für ein gesünderes, vitaleres und glücklicheres Leben, Folge 21. Ja, Karies, ein Thema, das viele von uns betrifft, die meisten sogar schon von Kindesbeinen an. Was kann man tun, um Karies in den Griff zu kriegen, vorzubeugen oder sogar zu stoppen? Darum soll es heute gehen, Florian. Und die Frage aller Fragen ist, warum haben denn überhaupt so viele Menschen Karies? Wenn man mal buddelt in der Erde und guckt, wie haben denn so die Steinzeitmenschen gelebt? Und man findet dann, ja, dass die vielleicht ein abgenutztes Gebiss hatten, weil sie irgendwelche Sachen da sozusagen Abrieb hatten. Abgeknirschelt Aber hatten, ja, ja. Karies, Fehlanzeige. Und die sind da schon wie viele Millionen Jahre, keine Ahnung, in der Erde drin stecken. Also generell sind Zähne ja ein sehr stabiles Gebilde. Wie kommt es, dass kleine Kinder im zarten Alter von wenigen, einer Handvoll Jahren schon massiv mit Karies befallen sind? Wo wir doch, ach, so gesund uns ernähren und in den Schulen und Kindergärten überall schon Zahnärzte da Prophylaxe betreiben und ich auch damals schon in der Schule hier Karies und Baktus gelernt habe und keine Ahnung. Wie kommt das, Florian? Ja, dazu müsste man eben im Bewusstsein ja erstmal wissen, was ist die Ursache des Ganzen. Und das finden wir bei der industriellen Lebensweise der heutigen Zeit, denn Steinzeitmenschen hatten A, keinen Stress, B, hatten sie absolute Superfoods, alles, was sie gegessen haben, war gesammelt und gepflückt, wild wachsend zum Teil aus der Natur. Es war zum Teil auch 98% Rohkostqualität und es musste alles gut gekaut, zermalmt und zerknatscht werden und es wurde auch alles getrennt gegessen. Das heißt, dass der Körper irgendwie in den Zustand von Stress, außer er musste kämpfen oder sich schützen, war nicht der Fall. Und heutzutage haben wir das. Wir sind extrem gestresst, auch die Kinder schon überfordert, was unser Immunsystem natürlich schon mal schwächt. Aber eigentlich das Problem ist die Säure und die Übersäuerung und der Mineralmangel der heutigen Zeit unserer Gesellschaft. Und das kann man nachweislich schon daran messen, wenn man den pH-Wert des Speichels im Mund mal misst. Dann wird man sehen, dass in der Natur das so vorhergesehen ist, dass wir einen pH-Wert zwischen 6 und 7 im Mund haben, in unserer Mundflora. Und der größte Schnitt der Europäer hat einen pH-Wert von 4 bis 5 im Mund, also stark sauer, stark säurelastig. Und das ist natürlich ein wunderbarer Nährboden für Parasiten oder für Bakterien, die dann die Zähne angreifen. Ja, das heißt, unsere Zähne werden letztlich von zwei Seiten angegriffen, ja? Einmal Richtig. von außen, weil das Zahnmilieu bzw. das Milieu im Mund, das Säurebasenmilieu, nicht richtig ist. Auf die Gründe können wir gleich noch eingehen, das ist das eine. Aber eben auch von innen. Und das ist so eine Erkenntnis, die ich erst sehr spät irgendwie bekommen habe, weil man es von herkömmlichen Zahnärzten überhaupt so gar nicht vermittelt bekommt, nämlich dass der Körper Zähne, Knochen als Basenpuffer sozusagen nutzt, um dieses übersäuerte Milieu auszugleichen. Und irgendwo muss es ja herkommen. Wenn der Körper Genau. zu sauer ist, dann muss er ja irgendwas tun, um diese Säuren wieder ins Gleichgewicht zu kriegen, um eben größeren Schäden vorzubeugen. Genau, wenn jetzt also einer sehr viel Cola trinkt, die vorwiegend aus Zucker besteht, und der Körper muss ja diesen Zucker, wie du es gerade gesagt hast, so schön neutralisieren, also von pH 4 auf pH 7,365 bringen, dann muss er sich irgendwo herholen. Und da ist der schnelle Weg eben diese Substanzen, die schnell lösbar sind, wie zum Beispiel die Zahnknochen oder die Zähne als solches, weil die sehr mineralhaltig sind, aber auch nebenbei gesagt mal Haare, Haut und Nägel, der Alterungsprozess. Und der fängt eben bei den Kindern als allererstes im Mund an. Warum? Fängt der im Mund an, weil bei Kindern die Zähne und der Zahnknochen noch ganz weich ist. Den kann man richtig drücken, wenn man möchte. Und dadurch kann der Körper hier gut auch Mineralien abbauen. Und deswegen haben die modernen Kinder der heutigen Zeit alle Mund- und Zahnfäulnis, weil das das Problem ist des Milieus im Körper und der Mineralmangel eben äußere und innere Einflüsse. Ja, und eben nicht einfach nur das Ganze auf eine schlechte Zahnhygiene zurückzuführen. Auf gar keinen Was Fall, auf gar keinen ja Fall. immer so propagiert wird. Ja, also putzt die Zähne schön sauber, dann hast du keine Probleme und oh, du hast Karies, ja, hast die Zähne nicht richtig geputzt. Aber das ist einfach zu kurz gegriffen.
Nein, wir putzen wie die Wilden. Also wenn das wirklich, wenn ein Steinzeitmensch so geputzt hätte, der hätte wahrscheinlich permanent weißer Riese, glänzende Zähne. Ja? Also das wäre wirklich der Oberhammer. Aber die hatten ja gar keine Zahnbürsten, Andreas. Sie haben ihre Zähne immer sauber gehalten mit dem, was sie essen. Egal, ob das jetzt Kräuter, Gräser waren oder ob das jetzt Möhren waren oder Gemüse, Pflanzen, die zerkaut werden müssen. Die putzen ja auch die Zähne in dem Fall ab und sorgen eben dafür, dass hier keine Säure bleibt, sondern sehr viel basische Mineralien in dieser wilden, potenten Kost. Ja, das finde ich auch ganz witzig, diesen Gedanken. Ne? Also die Steinzeitmenschen, die hatten gesunde Zähne ohne Zahnbürste. Also wenn man da mal ein bisschen drüber nachdenkt und sich dann eben die Zähne anguckt, die man so findet, da muss man irgendwie auf die Idee kommen, dass da irgendwas nicht so ganz stimmen kann in der Art und Weise, wie wir heute das handhaben. Aber wir kriegen es nun mal so beigebracht von Kindesbeinen an. By the way, Florian, wie putzt du dir denn die Zähne? Naja, Moment, eine Sache noch, um das besser zu verstehen. Das heißt, wenn wir zum einen übersäuert sind, mineralisch schwach sind und der pH-Wert des Mundes nicht richtig passt, also eher zu sauer, sprich pH 4, pH 5 wird, dann bilden wir natürlich ein Milieu, einen Nährboden für Bakterien. Wir laden sie förmlich ein. Und dann ist natürlich Karies, Parodontose und so weiter vorprogrammiert, weil sich dann diese Bakterien, wie zum Beispiel der Streptococcus mutans, Kariesbakterien dann im Körper breit machen und die brauchen ja auch Zucker. Das heißt, wenn wir sehr viel Zucker, industriellen Zucker, der keine Nährstoffe enthält, zu uns nehmen, dann hat der natürlich einen Nährboden und diese Säuren, die dann die Kariesbakterien ausscheiden, die heben den Zahnschmelz an. Und diese Säure zieht dann die Nährstoffe raus. Und dann geht erst der Zahnverfall richtig los. Also erst der pH-Wert, der schlecht wird, dann werden die Bakterien eingeladen. Und die Säuren, die diese Bakterien ausscheiden, das ist das Übel, das dann eigentlich unsere Zähne kaputt macht. Und so fängt dann eine Kettenreaktion an unseres Lebens. So. Und ja, Andreas, also das heißt, wir können es unterhalten über Zahnpflege, was kann ich da tun? Und wir können es eben auch über Ernährung unterhalten. Das ist ja auch eine Form von Zahnpflege. Das heißt, wenn ich mich also basisch ernähre, mineralstoffreich, dann gebe ich meinem Körper erstmal die Möglichkeit, solche Depots wieder aufzufüllen in erster Linie, wenn sie denn leer sind, was bei den meisten ja der Fall ist. Und B, dann eben gar keinen Grund mehr zu liefern, dass er eben an Zähne, Knochen, Haare, sonst andere Stellen eben Gelenke drangehen muss. So, meine Oma Elsa, meine Uroma Elsa, die stolze, berühmte 104, Oma Elsa. Ja, 104 Jahre ist sie alt geworden. Wow. Ja, also muss man wirklich sagen, unglaublich. Und ich habe gesagt, Mensch, mit was hat denn Uroma immer Zähne geputzt? Und sie hatte so eine ganz komische, lange Zahnbürste, die innen drin schon richtig so ausgenippelt war. Und sie hat ihre Zähne immer und ausschließlich nur mit Natrium geputzt, also mit Sodiumbicarbonat, Natriumcarbonicum. Und sie hatte immer gute Zähne. Sie war nie bei der Zahnreinigung. Ich bin ein-, zweimal im Jahr zur Zahnreinigung. Ich meine, die Krankenkasse wollte das ja auch so wegen dem Gesundheitspass und so weiter. Aber ich bin da hingefahren und jedes Mal hat sie mit Ultraschall da diese Krümel rausgeholt und sagt, Herr Sauer, Sie müssen besser putzen. Da sage ich, ich putze ja schon wie ein Wilder. Und meine Oma, die hat eine riesenlange Zahnbürste, da kommt sie gar nicht bis runter und hat immer saubere Zähne und geht nie zum Zahnarzt. Und sie hat immer nur mit Natron geputzt und so. War das früher auch? Es gab ja gar keine Zahnpasta. Es gab nur Salze, Mineralsalze. Gibt's ja in der Menschheitsgeschichte ist ja Zahncreme oder sowas eine relativ neue Erfindung. Ja. Ja, nach dem Zweiten Weltkrieg also ist wirklich was Neumodernes. Und früher hatten die Menschen bessere Zähne wie heute. Das muss man sich mal wirklich zu Gemüte ziehen. So, womit putze ich meine Zähne? Na, vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren. Wo wir angefangen haben, da gab es keine gute Zahnpasta. Überall Glutamat, Sorbitol, Schwermetalle, chemisches Jod war da drin, Geschmacksverstärker, Aromastoffe. Da hatte man keinen Bock, wenn man sich ein bisschen damit informiert, diese normalen Zahnpasta im normalen Drogerieladen zu kaufen. Also habe ich Zahnpasta selber gemacht. Ja, das war eine schöne Sache. Das war gar nicht so schwer. Und willst du wissen, was ich da immer reingegeben habe? Ich habe da nämlich ein kleines Rezept. Ja, ich weiß nicht, ob ich es wissen will, aber erzähl mal, ja. Genau. Also, man nimmt zum Beispiel, und so haben wir das früher jahrelang noch gemacht, einen Esslöffel Kokosöl. Warum? Kokosöl wirkt gut entkeimend, gibt einen guten Kleidfilm und zieht sehr viele Bakterien raus. Also ein Esslöffel Kokosöl. Dazu gibt man dann einen halben Teelöffel Xylitol, weil Xylitol ein leerer Zucker ist, den Kariesbakterien fressen und darin verhungern, also auch die Zähne damit schützt. Ja, weil sie nicht den Stoff wechseln können, genau.
weil sie nicht verstoffwechseln können, genau. Dann haben wir einen Viertel Teelöffel Natron dazugegeben, weil das Natron die Zahnhälse vom Plaque befreit und immer dafür sorgt, dass der Zahn bis hoch zur Zahnwurzel immer schön sauber und natürlich auch basisch in Unterstützung, das alles neutralisiert wird. Dann haben wir immer 1 bis 2 Tropfen Pfefferminzöl, meistens aus von Young Living dazugegeben, weil man da eine gute Geschmacklichkeit hat, auch einen guten Atem und auch das Bakterienmilieu hiermit verdrängt mit eben Pfefferminze. Und Pfefferminze ist auch sehr gut Schwermetall ausleitend, also auch hier für die Mundschleimhäute ein gutes Additiv zum Aufnehmen. Dann haben wir nach Belieben manchmal ein bisschen Kurkuma-Pulver dazugegeben. Da wurden die Zähne nämlich erstmal schön gelb und dann konnte man sie schön sauber putzen. Und wenn wir mal Entzündungen in den Zähnen hatten, haben wir noch ein bisschen Borax dazugegeben, also Natriumborat jeweils 1 Teelöffel. Oder wenn wir das Borax nicht hatten, dann habe ich immer 1 Teelöffel Lindenholzkohle dazugegeben. Und damit hatten wir eine super Zahnpasta, die gut schmeckte, sich gut hält von der Haltbarkeit her. Und natürlich, da ist mir die Lösung da. Ja, hört sich ziemlich wild an. Und wenn ich mir das vorstelle, weil das gibt's ja nicht, das heißt, du hast deine Zahnbürste dann in die ganzen Pöttchen nach und nach so dück reingestippt oder hast du dir was zusammengemischt und dann drauf gerieselt oder wie heißt das? Nein, man sollte niemals, ich habe das immer vermischt, ich habe das mit so einem kleinen Blender immer vermixt und man sollte niemals mit der Zahnpasta reingehen, deswegen hatte ich so einen kleinen Holzlöffel und habe immer mit dem Holzlöffel immer etwas von dieser Masse, die ja wie Zahnpasta fast flüssig ist, rausgemacht, auf die Zahnbürste gemacht und den Löffel danach sauber gemacht, weil sonst ja die Bakterien von der Zahnbürste dann da reinkommen und dann werden die Sachen schlecht. Also da muss man von der Hygiene her ein bisschen aufpassen. Ja, okay, aber heute gibt es ja ganz, ganz tolle Sachen, fertige Mischung und ich zeige mal eine, die ich hier habe, die ein bisschen in die Richtung auch geht von dem, was du gesagt hast. Das ist hier, ich weiß nicht, für alle die das YouTube-Video anhaben, ansonsten lese ich es auch vor, kannst glaube ich eh ganz schlecht lesen. Das ist hier das Zahnpulver Plus von Lebenskraft Pur, da ist drin, Moment, hier steht's, da ist Rügener Heilkreide drin, also Natron ist mit dabei, Xylit und Bio-Kurkuma und ein bisschen Bio-Pfefferminzöl, also ganz ähnlich wie das, was du gesagt hast. Und da kann man so ein bisschen das hier rausrieseln. Ich habe ja so eine schöne Zahnbürste, die habe ich von dir, die Hydrophil, genau. Rieselt man ein bisschen drauf. Man kann auch eine andere Zahnpaste noch mit dabei tun, wenn man es möchte, das oben drauf rieseln. Und deshalb ist auch die Zahnborsten, die sind richtig schön gelb vorne durch das Kurkuma. Ne? Also genau. Und ich putze jetzt nicht mit Zahnpulver, aber das finde ich auch gut, was du da hast. Ja, und dann, wenn man wirklich Probleme hat mit Entzündungen, wie du gesagt hast, ein bisschen Borax drauf, gibt es in der Apotheke, kann man drauf tun. Genau. Ja. Natriumborat hat eine sehr gut entkeimende Wirkung. Also das dringt auch bis tief in die Zahnhälse ein und sorgt hier für Neutralisation. So, und meine... Ja, erzähl weiter. Meine Lieblings-Zahnpastas sind zum Beispiel von der Firma Marias aus Österreich, die Bio-Salva-Mint-Zahncreme, weil man die auch essen kann und man soll sich auch nur das auf die Haut schmieren, was man auch essen sollte. Und ich wechsle immer, ich putze nie mit der gleichen, ich habe immer morgens eine andere Zahnpasta wie abends. Und am Morgen nehme ich immer gerne die Michael Droste-Laux-Zahncreme, die ayurvedische Zahncreme. Warum? Weil man die auch bei homöopathischen Mitteln in der Einnahme eben verwenden kann und weil hier das Boswellia-Harz drin ist. Und das Boswellia-Harz, das dringt ganz tief über die Mundschleimhäute ein und zieht die Säuren in die Mundhöhlen zurück und dadurch wird natürlich auch der ganze Mundraum super entgiftet, ist also ein Detox beim Zähneputzen und die liebe ich total. Also manchmal ist es richtig schade, sie wieder auswaschen zu müssen. Also die kenne ich noch nicht, da bin ich gespannt, die auszuprobieren. Finde ich cool. Also was bei uns immer noch gibt, abends für die Kinder, ich weiß, du bist nicht der allergrößte Fan davon, aber ich mache es trotzdem, weil die Menge ist überschaubar. Und zwar Zahnkristalle. Also sprich, Zahnkristalle sind kleine Bonbons aus Xylitol. Und die kann man einfach in den Mund reinnehmen wie Bonbons und die Kinder kriegen die abends im Mund. Und das ist halt wichtig beim Xylit, dass man es wirklich ein paar Minuten im Mund auch drin behält und nicht einfach Mund rein und runterschlucken, sonst ist die Wirkung quasi nicht vorhanden. Und hier haben wir so ein Bonbon aus Xylit und die Kinder, die kriegen es abends nach dem Zähneputzen in den Mund. Und dann kann das einfach über Nacht da schön wirken und da können wir halt dann ein bisschen den Speichelfluss dadurch erhöhen, wenn man das lutscht, der Speichel wird alkalisiert und wir haben eben den Effekt, dass die Bakterien da eben dran kaputt gehen und deshalb werden auch die Zähne so schön glatt danach. Richtig. Andreas, in der heutigen Zeit, und das ist jetzt ganz wichtig für alle, die das sehen und hören, die Medizin
würde sich mega wandeln, wenn sie sich mehr auf die Zähne konzentrieren würde. Warum? Der Zahnverfall geht immer als erstes los, wenn ein Körper Probleme hat. Das fängt ja meist mit Übersäuerung und Mineralmangel eben an. Sonst gäbe es diese Probleme von Erkrankungen und Symptomen ja gar nicht. Ja, so. Genau. Und wenn der Körper zuerst an die Zähne rangeht und man, wenn man im Internet mal googelt, da gibt es so Antlitzdiagnostik der Zähne. Das findet man einfach, wenn man eingibt Zähne, Antlitzdiagnostik und guckt mal bei Google Bilder oder man gibt ein Zähnebezugszonen. Dann sieht man, dass jeder Zahn über einen Meridian an ein ganz bestimmtes Organ gekoppelt ist und die sozusagen über die Meridiane durch den ganzen Körper fließen. Und meistens ist es so, dass wenn ein ganz bestimmter Zahn befallen ist oder kaputt ist, dass ein ganz bestimmtes Organ darunter sehr, sehr leidet und daraus dann Symptome und Erkrankungen entstehen. Und das erklärt eben auch die Frage oder die Sache, warum ein ganz bestimmter Zahn irgendwo Probleme hat. Alle anderen sind okay, nur einer ist befallen. Normalerweise würde man ja sagen, hallo, wenn ich mich jetzt wirklich so schlecht ernähre, dann müssen doch irgendwie alle Zähne gleichzeitig braun werden oder überall Löcher drin sind, nicht nur in dem einen und daneben, die sind alle tippitoppi. Richtig, Andreas. Das heißt, wenn ein Kind Karies hat oder einzelne Zähne anfangen zu faulen und schwarz werden, dann sagt der Zahnarzt sagt, das Kind hat Karies. Das würde heißen, das Milieu im Speichel passt nicht, der pH-Wert ist zu niedrig und es entstehen Kariesbakterien. Das würde aber heißen, dass diese Bakterien ja nicht zwischen gut und böse entscheiden, die greifen alle Zähne an. Es ist aber nicht so, die greifen einen ganz bestimmten Zahn an, weil das Kind eigentlich keine Zahnprobleme hat. Das Kind hat ein überfordertes Organ, das nicht mehr kann, hilfeschreien sozusagen, die Energie nicht mehr hat und der Zahn, der mit dem Meridian, mit diesem Organ verbunden ist, da braucht man nur bei dem Kind auf diese Liste gucken, da weiß man ganz genau, welches Organ hier vielleicht entzündet ist, überfordert ist oder das Kind auch psychisch, seelisch, mental überfordert ist, Unterstützung braucht, um dann in diesem Zahn Heilung zu finden. Und diese Kariesbakterien, die sind ja auch irgendwo Helfer, denn sie zerstören ja totes, krankes Gewebe, sie zersetzen das. Und wenn jetzt ein Organ fault, dann fault der Zahn über diesen Meridian. Durch diese Fäulnis des Zahnes gehen mehr Leichengifte in den Körper und es werden weitere Organe davon betroffen und es geht dann in der Kettenreaktion in andere Zähne über. Sollte ein guter Arzt der heutigen Zeit sich immer ein Röntgenbild seiner Klienten über die Zähne, Ober- und Unterkiefer mitgeben lassen und er sollte immer erstmal schauen, wie ist denn die Mundgesundheit oder die Mundhygiene, um zu schauen, welche Behandlung er denn daraufhin eingeht, weil man auf die Zähne sehr viel zurückschließen kann. Der Titel des Podcasts ist ja Karies vorbeugen und stoppen. Lass uns mal ein bisschen drüber sprechen, was man denn jetzt tun kann. Also ernährungstechnisch, also zahnhygienemäßig haben wir drüber gesprochen, sozusagen von außen. Aber was kann ich denn jetzt eben tun, um meine Ernährung dahin umzustellen, dass ich eben ja dann ein gesundes Säure-Basen-Verhältnis habe in meinem Mund, aber eben auch darüber hinaus im ganzen Körper. Ja, da gibt es also einmal Dinge, die man vermeiden sollte und Dinge, die man dazu mehr zu sich nehmen sollte, also als Nahrung, unter anderem auch für gesunde Zähne. Und gesunde Zähne sind ja immer nur ein Spiegelbild des gesunden Körpers insgesamt. Also, genau, also das Erste, Andreas, bei kranken Menschen, da würde ich jetzt erstmal sagen, bevor wir jetzt gleich auf Ernährung eingehen und so weiter, würde ich sagen, das Allererste bei Menschen, die sehr viele Zahnprobleme haben, heißt es, entsäure dich und entgifte dich. Da gibt es sehr viele Entgiftungskuren, die man machen kann, die da erstmal die Sachen zum Stoppen bringen. Aber längerfristig muss man die Ursache dafür beseitigen und da ist man ganz klar im Leben gefragt, Dinge zu verändern und Dinge, die dafür Ursache sind, wegzulassen. Ja, und da gucken wir doch mal auf unsere Liste, was wir da alles haben. Also Zucker, klar. Aber nicht nur den weißen Zucker, sondern eben auch alternative Süßungsmittel, die auch schon mal gerne in Bioläden stehen und man dann immer sich denkt, ach ja, jetzt nehme ich halt mal den Ahornsirup, der ist ja kein Zucker, oder ich nehme den Agavensirup, der ist ja auch so toll und viele andere, wo man dann aber eigentlich feststellt, kann auch nicht sein, ist auch keine Lösung, weil, Florian... Ja, weil Zucker ist Zucker. Ob der jetzt Mineralien enthält oder nicht, es ist letztendlich Säure. Auch Fruchtzucker wird sauer verstoffwechselt. Ja, künstliche Zitronensäure ist auch ganz schädlich für die Zähne. Wir machen mal ein bisschen da durch. Was gibt's noch? Trocken? Na warte, bei der Zitronensäure, Andreas, haben wir ja den Zahnschmelz, der uns davor schützt. Aber bei Menschen, wo der Zahnschmelz kaputt ist, da wird dann auch die Zitronensäure gefährlicher. Ja, und die Zitronensäure, die ist ja auch überall mit drin. Also das ist einfach im Maß vorhanden, das einfach nicht gut ist. Und wo wir gerade beim Thema Säure sind, das ist ja auch die Fruchtsäure.
die auch die Zähne angreift. Und da kann ich mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ich weiß, ob ich es schon mal an anderer Stelle gesagt habe. Doch, habe ich schon mal beim Thema grüne Smoothies, dass ich mir meine Zähne mit den grünen Smoothies versaut habe letztlich. Und zwar dadurch, dass ich den eben nicht getrunken habe als Mahlzeit, sondern als Dauernuckel, weiß ich nicht, Mahlzeit. Also quasi, ich habe immer meine Literflasche gehabt und immer wieder mal schlückchenweise. Und der Speichel hatte gar keine Chance, wieder basisch zu werden. Denn wenn ich jetzt Säure im Mund habe, der Speichel neutralisiert das eben und es braucht dann seine Zeit, bis das eben soweit ist. Und wenn ich aber permanent diesen sauren Pegel halte im Mund, dann werden dadurch eben die Zähne angegriffen. Und das ist dann eben etwas, was auf ganzer Linie dann passiert. Und ich habe mich immer gewundert, warum ich mich so gesund ernähre und meine Zähne immer schlechter werden. Genau, das Problem haben viele Rohköstler, Andreas, die die falsche Art der Rohkost für sich wählen. Also ständig süße Früchte, Trockenfrüchte oder dieses ganze übersüßte Smoothie-Getränke dann eben zu sich nehmen, weil der Körper das Problem hat, was du jetzt gerade so schön geschildert hast. Aber das haben auch Leute, die 80-10-10 nach Dr. Graham, ne, also viele Kohlenhydrate eben zu sich nehmen, egal ob die jetzt roh sind oder erhitzt sind. Das ist alles sehr viel Säure und die Drüsen scheiden ja Säure aus. Und wenn unser Körper übersäuert ist und die Mundschleimdrüsen ständig Säuren ausscheiden, dann wird sich der pH-Wert im Mund nie regulieren können. Und dann ist natürlich das Problem vorprogrammiert, dass dann eine Dauerschleife wird. Ja, genau. Also konzentrierte Fruchtsäfte, die Kinder auch mal wieder gerne bekommen. Ja, ich tue meinem Kind was Gutes, kriegt jetzt hier Fruchtsäfte, also mal davon abgesehen, dass die alle ultra hoch erhitzt sind und genau. Wie auch immer. Also da tun wir unseren Zähnen nichts Gutes mit. Kohlenhydrate, Auszugsmehl und so weiter hast du auch gerade angesprochen. Frittiertes geht aber auch in die Richtung. Transfette. Genau, also alle Backwaren und alle gebackenen mit Fett, mit kaltem Fett oder solchen Transfettsäuren wie Pommes frites und so Beispiel, ne, diese Wedges-Kartoffeln und so weiter, Brot und Brötchen, die mit einigen Additiven gebacken werden, alles das ist ein Riesenproblem, weil die Transfettsäure extrem scharf ist und die Zähne angreift. Ja, schade eigentlich, wo Pommes doch so lecker sind, ne? Mann. Ja, es geht aber nicht nur darum, was lecker ist, sondern man muss einfach auch die Verstoffwechselung dahinter verstehen. Und wenn man es weiß und den Wert hat, dann ist man sich mehr wert und lässt die Sachen wirklich weg. Genau, und dafür wollen wir eben das Verständnis schaffen. Zwei habe ich noch hier stehen auf meiner Liste. Softgetränke kann man sich im Prinzip an zwei Fingern abzählen, warum also, die nicht gut sind. Aber es ist einfach total verbreitet, ja. Überall gibt es diese furchtbar süßen Getränke und die Kinder sind süchtig danach. Es ist gruselig. Ja, man kann auch sagen, alles, was eigentlich klebrig ist, Andreas, alles, was an den Zähnen klebrig haften bleibt, wie zum Beispiel Kaubonbons, Kekse zum Beispiel, diese ganzen Backwaren, die nicht richtig hergestellt werden, die kleben an den Zähnen, hinterlassen dort Kohlenhydrate und Fruchtzucker und Bakterien wissen dann, da gibt es nämlich Nahrung, hängen sich dort ran, scheiden Säuren aus und der Zahnschmelz geht kaputt. Ja. Das ist ja eine ganz einfache Reaktion. Und wir sprechen ja jetzt hier über Zähne, aber die Reichweite, was Zucker für Auswirkungen, also negative Auswirkungen auf den Körper hat, die ist wirklich dramatisch. Ja, und das fängt bei den Zähnen an und hört bei Diabetes ja auf. Also ich habe gerade ein Interview, richtig, könnt ihr mal schauen auf meinem Blog grünundgesund.de mit dem Professor Dr. Spitz. Da geht es genau darum, die Wahrheit über Diabetes und Zucker. Und da sieht man mal, was Zucker auch in anderen Hinsicht für Auswirkungen hat. Also es ist nicht nur das Thema Zähne, es ist einfach wirklich eine ganz gruselige Sache, dass es so massiv verbreitet ist in der Gesellschaft, man wirklich Probleme hat heutzutage, sich, also ich will ja nicht auf Zucker komplett verzichten, das wird schwierig, aber zumindest das runterzufahren. An jeder Ecke, wenn ich mit den Kindern unterwegs bin, ist es hier, willst du einen Bonbon? Kriegen sie ein Gummibärchen mitgebracht? Kriegen sie hier wieder was geschenkt? Also das ist wirklich massiv und die Kinder verstehen das ja in einem gewissen Alter auch noch gar nicht. Richtig. Aber sie gewöhnen sich an diese Nahrung und die wird dann natürlich immer wieder abgerufen. Sie sind dann auch genauso manipuliert wie wir einst. Genau, und uns geht es ja nicht anders. Und bei uns ist es ja so, wir wissen es ja, aber wir machen es trotzdem nicht, ja. Also von so, daher, Andreas, lass uns jetzt über Alternativen noch sprechen, ja. Naja, ich würde erstmal noch darauf eingehen, klar, wir essen mehr Rohkost, wir essen mehr frische Sachen, wir meiden die süßen Sachen, vor allem die Trockenfrüchte. Und wenn es mal was Süßes gibt, dann ist es eine gute Rohkostschokolade mit einem guten Yakong-Dicksaft und sowas, was der Körper auch viel besser verstoffwechseln kann und wo auch eine gute Fructose drin ist. Aber es geht ja darum, wenn jetzt jemand zum Beispiel Zahnprobleme hat, und das ist ja die Mehrzahl der Bevölkerung da draußen, wie kann man denn da unterstützen, den Zahnschmelz aufbauen? Wie kann man denn den Körper mineralisch unterstützen, dass die Zähne sich remineralisieren? Auch das ist möglich. Und da können wir noch ein paar Tipps geben. Ja, genau. Also remineralisieren, da gibt es für alle die vegetarisch nicht als oberste Prio haben, zum Beispiel die Knochenbrühen. Ich weiß, dass du da großer Fan von bist.
Ja. Eierschalen ist auch so eine Variante. Genau, Sankokoralle, Austernschalenpulver ist das, genau, was Knochenmineralien enthält, viel Calcium, viel Magnesium, viel Schwefel, Zink und Selen. Aber es geht eigentlich auch darum, dass man mit ganz einfachen Dingen, eben auch mit einer guten Zahnpasta, am Morgen und am Abend dazu beitragen kann, den Körper zu remineralisieren im Bereich des Mundes, Mundhöhle, Mundschleimhäute. Und da könnte man zum Beispiel, das habe ich von Hildegard von Bingen, Maria Treben einst auch gelernt aus den Büchern, dass man am Abend, bevor man ins Bett geht, Wildkräuter zerkauen kann und diese im Mund belässt. Und die Zähne ziehen sich über die Nacht aus diesem Wildkräutermatsch die Nährstoffe in die Zähne. Und das wirkt wirklich wunderbar. Aber wer diese Extensions nicht ganz so krass leben möchte, weil er sagt, er hat keine Wildkräuter zu Hause, geht das auch, wenn man sich eine Zahnpasta sucht mit grüner Mineraltonerde. Oder man macht die grüne Mineraltonerde mit auf die Zahnpasta drauf. Da würde auch Zeolitamin gehen, diese Vulkanasche sozusagen, weil die auch sehr gut Schwermetalle aufnimmt. Oder die Lindenholzkohle, denn alle drei enthalten sehr viele Mineralien in dieser kolloidalen Form, die man gut in die Zähne mit einputzt. Die Säuren werden neutralisiert, der pH-Wert der Mundschleimhäute geht hoch und die Zähne bekommen Mineralien, die sich hier sehr gut anputzen lassen. Ja, also ich stelle mir das gerade so schön vor, ne? Also statt grün und gesund ist es dann unsexy und gesund. Also ich stelle mir das abends schön im Bett vor. Du Schatzi, kriege ich noch ein Küsschen? Oh nein, danke. Versuch's doch morgen nochmal. Also genau, vielleicht dann ein bisschen warten, ja. Ja, man kann auch noch mit Öl ziehen, den Körper sehr gut unterstützen. Ja, unterstützen, Ölziehen, egal ganz, ob ganz vor richtig, oder nach dem Zähneputzen. Mein Favorit ist hier ganz klar Kokosöl. Das muss nicht unbedingt Kokosqualität sein. Und ich wechsle das mal ab, mal vor und danach. Ist immer so eine 3- bis 5-minütige Phase von mir. Und da hat man natürlich einen ganz guten Mundgeruch auch. Gute, geschützte Zähne, gerade für die Leute, die Zahnschmelzprobleme haben. Und natürlich eine gute Zahnpasta gehört dann noch mit dazu. Ja, und nach dem Ölziehen kann man auch noch gut und gerne Küsschen verteilen. Also auch das ist möglich. Auch mit Zunge. Lange. Florian, das war der andere Podcast. Genau. So, was haben wir noch? Viel Gemüse natürlich, angekeimtes Getreide. Also alles generell, was eben uns mit Mineralien, Nährstoffen versorgt, das ist gut. Und also roh vegane Lebensweise zu 70% Rohkost, sagen wir mal 30% gekocht, ist natürlich pro für gesunde Zähne und alles andere, was wir jetzt nicht erwähnt haben, ist natürlich dann kontra. Und es geht ja um das Gleichgewicht, das man halten darf für sich, damit alles safe ist. Da muss man nicht gleich der Ernährungsgott schlechthin werden. Genau. So, und ich glaube, jetzt haben wir wirklich eine ganze, ganze Menge Themen hier mal angeschnitten in diesem Podcast. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir und ich hoffe, euch beim Zuhören hat es auch viel Spaß gemacht. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, ja, dann teilt doch den Podcast gerne mit euren Freunden und schickt ihn einfach weiter und verweist sie auf iTunes, auf unseren Podcast Gesundheit oder auch auf Grün und Gesund. Dort gibt es ja auch zum Nachlesen oder auf YouTube findet ihr uns auch. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Ja, und für heute war es das mal wieder bei der Gesundheit. Wir freuen uns auf euch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Ciao, dein Andreas Paffrath. Und Florian Sauer. Wir hören uns. Ciao, ciao. Tschüss.